Entertainment, das ist natürlich das i-Tüpfelchen auf einem AIDA-Urlaub. Und das bieten wir hier in ganzen 13 Locations. So haben wir zum Beispiel Live-Musik in der Rockbox oder auch VIP-Clubbing im The Cube. Es gibt Unterhaltung im Beachclub, teilweise mit Live-Musik, teilweise mit DJ, auch mal ein Videoabend im Four Elements. Das Highlight aber, was wir haben neu hier an Bord, ist ein eigenes TV-Studio und dort werden allabendlich TV-Stus gedreht zum Mitmachen oder einfach auch nur zum Erleben. Auf AIDA Nova, da gibt es sogar zwei Kapitänsbüros. Eins ist meins und das andere ist das Büro von Captain Cook, unser Mystery Room, in dem es ganz viele Rätsel zu lösen gibt. Und wenn man dann den Weg hinausgefunden hat und immer noch nicht genug hat von Unterhaltung, dann kann man mit Professor Tempus auf eine Zeitreise gehen in unser Dinner-Entertainment-Restaurant der Time Machine. Hier in unserem diesmal etwas gemütlicher gehaltenen Wohnzimmer von AIDA Nova, dem Theatrium, da wird schon fleißig trainiert für unsere Spitzenshows, die wir jeden Abend präsentieren. Zum Beispiel unsere Music-Show Nashville, unsere Akrobatik- und Tanzshow Yellow und ja unsere Signature-Show, wo dann alles zusammenkommt, Avona Dia. Wir sind jetzt auf Deck 6, kommen gerade am Fotostudio vorbei. Hinter mir liegen der Accessoire-Shop mit ja, Handtaschen und allem, was dazugehört. Und daneben, das finde ich eigentlich noch interessanter, unser Juwelier. Denn da gibt es auch die ein oder andere schöne Uhr zu kaufen oder einfach auch nur anzuschauen. Jetzt kommen wir in den Art & Picture Club. Und das ist etwas ganz Neues, was wir das erste Mal auf AIDA Nova probieren. Und zwar eine Bar, einen Loungebereich mit der Artgalerie und mit dem Fotostudio zu verbinden. In dieser Artgalerie im Art & Picture Club, da findet sich bestimmt auch das ein oder andere für die Kapitänskabine. Hinter mir hier zwei Seekarten von Malte Breckenfeld und es ist so ein bisschen Tradition auf unseren Schiffen, dass in den Kapitänskabinen, wenigstens bei den letzten Schiffen, immer eine dieser Seekarten hängt und ich glaube, mit dieser Tradition, da werde ich auch nicht brechen und lass mir mal eine der beiden hier einpacken.